Hallo liebe Leute, hier ist der Vanny vom Halo Cluster für euch mit einer neuen News-Folge. Das ist mal wieder eine runde Folge, das ist Folge Nummer 30 und jetzt wollen wir doch mal reinschauen, was wir hier für tolle Themen für euch haben. Halo 5 Guardians ist jetzt schon seit einer Weile auf dem Markt und schlägt in vielerlei Hinsicht sehr große Wellen. Aber schon vor Release der Fortsetzung des mittlerweile 4,6 Milliarden Franchises wurde gebührend gefeiert. Am 26. Oktober startete auf YouTube ab 23 Uhr unserer Zeit Halo 5 Live, ein über 6-stündiges Livestream-Event. Neben der Weltpremiere der Miniserie Halo The Fall of Reach gab es auch erste Gesprächsrunden mit den Autoren von Halo 5 Guardians und Nathan Fillion, dem amerikanischen Synchronsprecher des Charakters Buck. Gameplay-Material, Star-Auftritte, Live-Interviews sowie einige Wahnsinnsaktionen zugunsten ausgewählter Fans. In Taiwan hatte man dabei offensichtlich noch einen draufsetzen wollen. Die regionale Xbox-Abteilung hat kurzerhand den bekannten Cosplayer Xu Hiao Hao, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und die australische Designerin, Gott steh mir bei, Jenny Manic Mercian, dazu gebracht, eine Nachbildung des Master Chief Helms mit etwa 25.000 Swarovski-Kristallen zu bestücken. Die 5 Kilogramm Tragegewicht allerdings sollten den Tragekomfort wohl maßgeblich beeinflussen. Mit einem momentanen Höchstgebot von 34.000 US-Dollar ist das 5 Kilogramm schwere Schmuckstück nicht gerade günstig, aber das muss es auch nicht sein, da der komplette Auktionsertrag am Ende der wohltätigen Make-A-Wish Foundation gespendet wird. Coole Aktion finden wir. Ohne groß auf die Story einzugehen, wurde Halo 5 seiner vorangegangenen Werbekampagne Hunt the Truth nicht wirklich gerecht. Das hat für große Verwirrung gesorgt, was sich wiederum in der ein oder anderen Bewertung bemerkbar gemacht hat. Und dennoch sind die Verkaufszahlen enorm. Dabei sticht Großbritannien besonders hervor. Dort war Halo 5 50% erfolgreicher als Assassin's Creed Syndicate. Das ist insbesondere deswegen beachtlich, da Halo 5 nur für eine einzige Plattform erschienen ist. Auch der Erfolg im Vergleich zur Master Chief Collection ist um den gleichen Prozentsatz angestiegen. Microsoft hat jetzt auch konkrete Zahlen für Großbritannien bekannt gegeben, dass alleine am Launchtag 7,7 Millionen Pfund, also 10,8 Millionen Euro, umgesetzt wurden. Das sind etwa 192.500 Kopien des Spiels an nur einem Tag in diesem einen Land. Es ist also zu erwarten, dass auch in den USA kein Weg an einem der beliebtesten Exklusivtitel für die Xbox aller Zeiten vorbeiführte. Ob auch dort Rekorde gebrochen wurden, werden wir spätestens im Dezember erfahren, wenn die Zahlen für den November veröffentlicht werden. Die Auswertung übernimmt dabei die NPD, was hier steht für News Product Development. Dieser setzt sich mit dem Prozess der Produktentwicklung und der Marketing-Einführung auseinander. Halo 5 ist der erste Titel der Reihe ohne Splitscreen-Support. In einem Gespräch mit GamesRadar gibt Franchise-Director Frank O'Connor zu, dass es dazu entsprechend massive Beschwerden gab, weil der lokale Koop und Multiplayer entfernt wurde. Das Splitscreen-Feature kann dem Spiel aber nicht mehr hinzugefügt werden, weil die Engine das nicht hergibt. Wörtlich sagt er: "Realistisch betrachtet für Halo 5 ist es nichts, was wir einfach mit einem Patch reinwerfen könnten. Das ist einfach nicht machbar mit der Art, wie die Engine funktioniert. Splitscreen macht mir auch Spaß. Es ist nicht, dass ich etwas dagegen einzuwenden habe. Und wir würden es auch gerne einfügen. Wir sprechen darüber für das nächste Spiel und wir sprechen darüber für die Zukunft." Diese Information scheint aber jedoch noch nicht bei allen wirklich angekommen zu sein, weswegen eine Online-Petition gestartet wurde. Diese hat das Ziel, den Splitscreen in Halo 5 wieder zu implementieren. Das Ganze scheint aber nach dieser Aussage wohl eher zum Scheitern verurteilt zu sein. In letzter Zeit machte die Aussage eines 343 Industries Entwicklers die Runde, Halo 5 Guardians könnte leicht auf dem PC portiert werden. Dadurch gab es Gerüchte, dass eine solche Version in Arbeit sein könnte. Die erwarteten Jubelstürme blieben allerdings aus und schnell wurde in diese Aussage zu viel hineininterpretiert. Daraus entwickelte sich ein regelrechter Shitstorm, da man sich um Halo 5 Guardians Exklusivstatus und dessen Verkäufe der Xbox One sorgte. Das bekam auch Microsofts Marketingchef, der Xbox-Sparte Aaron Greenberg, mit. Via Twitter gab er zu verstehen, dass Halo 5 Guardians auch weiterhin komplett exklusiv für die Xbox One erscheinen wird.
Entsprechende Befürchtungen der Fans seien demnach schlicht nicht wahr. Die Befürchtungen als solche waren allerdings nicht ganz unbegründet, da Microsoft zuletzt den PC und die Xbox One nicht zwingend, zur Freude aller, immer näher zusammengebracht hatte. Bekannte Xbox-Marken wie Fable und Gears of War oder ehemalige Exklusivtitel wie Rise, Sons of Rome wurden und werden bereits für Windows 10 und den PC portiert. Für Halo 5 Guardians wird dies aber nicht gelten, ebenso wenig wie beispielsweise für das Forza Motorsports Franchise. In einem Interview mit GamesRadar äußerte sich Frank O'Connor erstmals über Cortanas Minimalbekleidung. Diese sei kein Zufall, denn so wolle sie immer die Oberhand in Gesprächen behalten. Derart menschliches, manipulatives Verhalten resultiert aus der Herkunft von anderen künstlichen Intelligenzen. Denn sie entstand durch das Klonen eines menschlichen Gehirns. Natürlich kam es, wie es kommen musste. Der Sex-Sales-Gedanke sei hier wohl eher der entscheidende Grund gewesen. Und um das Ganze noch argumentativ abzurunden, wurde der Vergleich zur ebenfalls so fadenscheinigen Erklärung zu Quiets Äußerung gezogen. Bekannt aus Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Zudem sind solche Mittel beispielsweise auch der wahrscheinlich einzige Grund für Lara Crofts Popularität. Und auch männliche Persönlichkeiten in Filmen und Spielen sind von dieser Sexismusdebatte nicht ganz unverschont. Ein Beispiel dafür ist der Terminator. Muskulös und relativ oberflächlich und dümmlich. Am Ende hat sich doch von uns keiner darüber beschwert, oder? Schwieriges Pflaster, sage ich euch, Freunde. Schwieriges Pflaster. Ich kann mit der Minimalbekleidung von Cortana in jedem Fall sehr gut leben. Am 12. November ist es soweit. Halo Wars und Halo Reach werden durch die Abwärtskompatibilität ihren Weg auf die Xbox One finden. Auch alle anderen Halo-Titel werden dann abwärtskompatibel sein. Mit der MCC nicht ganz nachvollziehbar, denn wer will freiwillig 30 FPS einbüßen? Naja, es gibt zwei Möglichkeiten, die Xbox 360-Spiele auf der Xbox One zu spielen. Download-Spiele, also im Store gekaufte Vollversionen, können in einer angepassten Version direkt runtergeladen werden. Disc-Spiele müssen ins Xbox One-Laufwerk gelegt werden. Daraufhin kann man die angepasste Xbox One-Version herunterladen. Aber um das Spiel spielen zu können, muss voraussichtlich die Disc im Laufwerk bleiben. Leider hat es zeitlich nicht mehr in die letzte Cluster-News-Folge gepasst. Halo 5 hat ein Clansystem. Mit den Spartan Companies habt ihr die Möglichkeit, mit bis zu 100 Mitgliedern unter geeintem Namen in die Gefechte zu ziehen. Die Erstellung und Verwaltung findet hier auf Halo Waypoint statt. In den nächsten Monaten erwarten uns zudem regelmäßig neue Maps, Racks und Spielmodus. Oddball, King of the Hill, Infection, Ricochet lassen nämlich noch ein bisschen auf sich warten, sowie die im Dezember endlich erscheinende Schmiede. Und was soll ich euch sagen, Freunde, das war's schon wieder von unserer 30. Folge. Wie haben euch die Themen gefallen? Wie sieht eure Meinung zu den hier besprochenen Themen aus? Schreibt's doch unten in die Kommentare, wir lesen es gerne durch und treten wie immer gerne mit euch in Kontakt, um ein bisschen zu diskutieren und über Halo zu schnackeln. Deswegen sind wir doch alle hier, oder? Ich würde mich an dieser Stelle auf jeden Fall im Namen des Cluster-Teams verabschieden, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge der Cluster-News oder irgendeinem anderen Video auf unserem geliebten Halo-Cluster. Ich bin euer Benny und melde mich hiermit ab. Macht's gut, Leute. Ciao.